Ja, wir stehen hier vor einer ehemaligen Tennishalle, die 1985 etwa gebaut worden ist und die im Jahre 2015 bedingt durch die Insolvenz des zuständigen Tennisvereins nicht mehr genutzt werden konnte. Und die Stadt hat dann die Möglichkeit gehabt, dieses Gebäude zu erwerben. Und es standen danach mehrere Überlegungen an, was wir mit der Halle machen könnten, und haben dann aber auch gemeinsam mit den zuständigen Bereichen Jugend, aber auch mit unserem Hochbeamt die Idee entwickelt, dass wir die Halle doch umbauen könnten zu einer Kindertagesstätte. Also wir haben ein sogenanntes Haus-in-Haus-Konzept entwickelt. Wir haben 6 Gruppeneinheiten in verschiedene Häuser gepackt, wobei jedes Haus dann besteht aus einem Gruppenraum, aus einer Nasszelle und einem Intensivbetreuungsraum. Jeder Bereich hat die Möglichkeit, direkt nach außen zu gehen. Aber die Halle hat dann auch als Ganzes, als umrahmendes Element in der Mitte einen großen Indoor-Spielplatz. Und sie hat auch als Besonderheit 2 große Außenbelichtungsflächen, die von der Giebelspitze bis zum Erdboden reichen, wo man dann die Beziehung innen-außen wahrnehmen kann, sodass die Kinder das Gefühl haben, sie sind in der Natur, sie haben quasi den Wald, holen sie in ihr Gebäude hinein. Durch den nahegelegenen Standort am Kiesbergwald haben wir unser gesamtes Konzept auf naturnahe und Waldpädagogik ausgelegt. Das bedeutet, dass zum einen in den Räumen selber, in den Farben und halt auch in der Konzeption, in dem Wochenplan, im Tagesablauf immer Wald-, Natur- oder Tierelemente drin vorkommen. Das fängt an dabei, dass unsere Gruppen eben nach Waldtieren benannt sind, unsere Häuschen eben auch Waldfarben haben, die gesamte Innenausstattung in Waldtönen ist. Und eben dann im Tagesablauf beschäftigen wir uns viel mit dem Thema Wald und Natur. Wir gehen sehr viel raus mit den Kindern, haben pro Woche eigene Waldtage, in denen wir dann den Wald erkunden und eben dann auch teilweise Sachen sammeln und aus den Sachen, die die Kinder dann eben bringen, wir dann wieder Neues gestalten.